Schönen Nachmittag, grüß Gott, Entschuldigung, wie geht's? Sehr gut. Ja, wo sind Sie gerade hin unterwegs? Ich heim. Nach Hause? Ja. Wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf? In Königs... Königshoferstraßen 45. Wo ist denn das? Das ist jetzt da eine. Ah, da sind wir schon da? Ja. Und was machen Sie beruflich? Beruflich mache ich gar nichts. Sie machen gar nichts beruflich? Nein, weil ich Rentner bin. Ja. Bildhauersachen machen Sie? Ja. Schnitzen und so Sachen. Schnitzen? Ja. Wo machen Sie das? Im Keller. Im Keller? Ja. Da, in dem Haus? Ja. Dürfen wir da mal mitgehen? Ja, bitte. Na, dann gehen wir mit dem Herrn, oder? Gehen wir mit. So schaut schon aus, so. Das Vorzeichen von meinem Abteil. Da sieht man gleich, worum es sich handelt. Ja. Holz, jawohl, das stimmt. Ja. Geh du mal da alleine rein. Weil jetzt gemeinsam haben wir keinen Platz. Ja. Ja, der Jesus hängt da. Dem haben sie aber sehr viel Blut aufgemalt, dem Jesus. Der hat schön gelitten. Ja, nein, der ist hier hergenommen worden. Das ist Ihre Interpretation der Leidensgeschichte. Ja. Und jetzt habe ich eine Frage, die Brille da, die haben Sie auch der Dame gezeichnet? Ja. Schau, Uli. Der Herr ist auch Maler. Ja, sehr schön. Da oben. Und da oben sehen wir die Maggie Thatcher. Der haben Sie eine Zunge gemalt. Wieso das? Wieso? Ja, die fangen zum Lechzen an. Wenn sie wen sieht? Ja, wenn sie ihre Leute sieht. Ihre Arbeitsschürze? Ja, ja. Haben Sie die auch selbst gemacht? Ja, die wird selber gemacht. Also Sie sind ein Allround-Talent. Maler, Künstler und Schneider. Aber das ist noch von meinem Beruf her noch, als ich noch Schuhmachermeister war. Schuhmachermeister waren Sie? Ja. Also immer handwerklich tätig? Immer. Was ist das? Was wird das eigentlich? Das wird schon wieder so einer. So was für einer? Da kommt da so und da kommt da aufs Kreuz. Wieso machen Sie so viele religiöse Dinge? Ich bin zwar von der Kirche ausgetreten. Und jetzt, weil Sie ein schlechtes Gewissen haben, nein, schnitzen Sie lauter Jesus. Nein, das nicht. Aber weil mir das... Ja, dann kann ich. Nein, dann lassen wir leben. Weil das ja irgendein Kunstwerk ist. Das ist irgendein Kunstwerk. Jawohl, bitte, dann schnitzen wir jetzt einmal. Kennt ihr das auch? Kennen uns auch. Darf ich einmal probieren? Aber tun Sie ihn ja nicht weh. Nein, passen Sie auf. Immer weg vom Körper, hat mir mein Vater gesagt. Halt ja. Das einmal kurz. Jawohl. Das ist, wenn man eben machen will. Oder wenn man beispielsweise, wenn ich ein Ding mache, ein Relief. Ein Relief? Ja. Ja. Aber Sie schneiden jetzt nicht vom Körper weg. Nein. Ja, das ist ja gefährlich. So. Ja, für mich nicht, weil ich das schon ewig gemacht habe, nicht? Aha. Bitte schön, passen Sie auf, dass Sie sich nicht wehtun. Nein, ich tue mir nicht weh. Sicher nicht? Mhm. Nicht leicht. Nicht leicht. Haben Sie sich schon mal verletzt? Ach, Maria. Schon? Da schaut man aus, als ob was passiert und, war. Da hätten Sie fast ins Finger gehoben. Und da habe ich das Kaperl fast weggeschnitten. Da waren Sie aber nicht sehr aufmerksam. Ja, das war noch im Beruf. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Inri haben Sie da eingraviert. Was heißt das? Sie, was das heißen soll, ich habe es einmal gewusst, weil wir in der Schule den Katechismus gelernt haben. Ne? Ja. Aber was das heute mehr heißt, ich weiß es nicht mehr. Heißt es heute was anderes? Meine Freundin weiß, dass die ist Religionslehrerin. Ich weiß, was RIP heißt. Das steht auf den Grabsteinen oben. Das heißt Rest in Peace. Ich weiß schon, was das heißt. Bitte. Jesus Nazarener, Rex Judicorum, glaube ich. Der König der Juden, sozusagen. Schon wieder was gelernt. Ja. Regen Sie die Nachbarn ein bisschen auf, wenn Sie da im Keller pfuschen? Nein, nicht? Das ist ja mein Abteil. Und das Licht, das kommt von meiner Wohnung. Wenn sie oben abschaltet, dann habe ich ein Rundfenster. Und dann weiß ich, dass ich aufgekommen bin. Das heißt, es kann sich keiner von den Nachbarn aufregen, dass sie Nein. Da unten Strom verwenden? Nein, weil das ist mein eigener Strom, der ist auch mit dem Boot angeschlossen. Dann würde ich sagen, schauen wir auf und schauen uns Ihre Schnitzereien an. So, wo müssen wir da jetzt hin? Da rechts. Da rein, gell? Die erste Tür da. Nummer 16, jawohl, bitte. Da. Aufsperren. So, das ist die Frau Gemahlin. Ja. Begrüße Sie, Renger. Grüß Gott, Billy. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind
die Marketingmanagerin vom Herrn Billig? Nein, bin ich nicht. Nein, ja. Auch und den Vertrieb? Er tut sich selber managen. Wer ist das, wenn ich fragen darf? Das bin ich. Sie sind aber ziemlich relaxed, oder? Ich bin so. Sie liegen wie ein Seehund im Wasser. Lass uns das einmal anschauen, ganz. Das ja. Ich nehme nicht. Schau mal da. Ah, ja, das da. Wie der Herr Billig als Seehund. Wieso liegen Sie eigentlich im Wasser? Ich tue auch im Wasser liegen und stehen. Warum? So, Weltrekorde machen. Weltrekorde? Ja. Im Wasser liegen? Im Wasser liegen und Wasser stehen. Machen Sie das jetzt auch noch? Ich mache immer noch. Wie lange liegen Sie im Wasser? Das ist Zürich. Aha. Und dann sind wir nach Basel. Und da habe ich 8 Stunden, 10 Minuten, 57 Sekunden. Wie macht man das, dass man im Wasser liegen kann, ohne dass man untergeht? Ja, das mache oder wie das geht, das, ich kann es selber nicht beantworten. Wie viele Teilnehmer gibt es da? Gar keinen. Nur Sie? Ja, dafür habe ich auch gehört. Und wie alt sind Sie jetzt? 74. 74 Jahre? Ja. Und liegen Sie noch immer und stehen Sie noch immer im Wasser? Ja. Lauter Jesus ist sicher überall. Ja. Da auch, das ist auch Jesus. Aber Sie werden schon noch was anderes auch noch sehen. Dann muss ich noch einen Sarg machen. Einen Sarg für Jesus? Ja, weil der ist ja schlafend. War der nicht in einem Steingrab? Ja, aber wir sollten nicht die Stange da her und da aufstellen vielleicht. Da schnitzen wir lieber was, oder? Ja. Wer ist die Katze da, die Minka? Das ist die Sheila. Die Sheila? Ja. Das ist eine brave Katze, gell? Ja, eine Neugierige. Eine Neugierige? Ja. Der Dom Camillo. Der Dom Camillo ist das? Ja, wenn Sie den anschauen und den Dom Camillo filmen, schaut er so ähnlich aus wie der. Das ist der Samson. Das ist der Samson? Ja. Den schauen wir an. Das ist der Freund von der Delilah, oder? Das weiß ich nicht. Der Samson, der ist für wen er der Freund ist, weiß ich nicht. Ja, aber das Zipferl haben sie auch gemacht da. Ja. Das braucht er. Zipfel gehört dazu. Das gehört dazu. Das braucht der Samson. Wofür? Ja, wenn er um einiges, muss ich irgendwo mal ablassen. Eine ganze Familie sehe ich da. Da mal auf. Entschuldigung. Das ist der Graf Bobby. Ja. Wo ist der Graf Rudi? Leider war er unaufmerksam, hat er Angst aufs Auge gekriegt. Der Graf Bobby schaut ein bisschen gleich aus wie der Don Camillo. Ja, was? Vielleicht sind die verwandt. Und das ist die Gräfin Maritza. Und wie heißt das da? Das ist die Kunigunde. Kunigunde mit Baströckchen. Wieso heißt die Kunigunde? Wir haben das so einen Namen gegeben. Aha, das Bobschel sieht man auch, schau. Das ist interessant. Die Kunigunde hat aber kein Zipferl, klarerweise, oder? Nein. Da sind die ganzen Minkas. Mein Vater hat immer gesagt, der was liebt, Dudel, Arsch und Brodel, ist sein Leben lang kein Dudel. Hast du das gehört? Das müssen wir nochmal wiederholen. Bitte, was hat der Herr Papa gesagt? Der hat gesagt, der liebt, derjenige, der liebt, Dudel, Arsch und Brodel, ist sein Leben lang kein Dudel. Hat er wohl recht gehabt, der Papa, oder? Nein, oder? Hat er recht gehabt. Die Mutzi-Katze, unser Schiller, unser Kotz, hat man von der Daumen runtergeschmissen, Handbrauchen und so verschiedene Sachen. Und Sie haben das repariert? Und dann habe ich es wieder repariert. Ja. Das ist die Soraya und der Maximilian. Aha, woher kommen die? Ja, aus dem adeligen Geschlecht. Ne? Warum sind die nackert? Weil sie wahrscheinlich Gott. Was nichts zum Anziehen haben. Oder nichts zum Anziehen haben. Und ja. Dann bei ihr oben steht, hat sie eine Tafel oben, das steht heute geschlossen. Warum ist heute geschlossen? Ja, wird sie schon wissen. Und angefangen habe ich in 92er Jahren. LB heißt Langspielplatte? Ja, Leopold Billig. So. Wenn Sie irgendwer für Schnitzfiguren interessiert, an wen soll er sie wenden? Dann kann er sich an mir wenden, an Leopold Billig, Königshoferstraße 45, ja. Erster Stock, Eckenberg. Ne? Telefon ist 2x57 02. Was haben wir da jetzt, Herr Billig? Da sind Spazierstöcke. Das machen Sie auch? Ja. Exklusiv LP? Ja. Gut ist, dann sage ich danke. Ja. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen.
Komm mal raus, ja, genau, da müssen wir.